nächste Woche Nummer 2 Streik angekündigt. Wie ist die Lage in Norddeutschland? Das neue Jahr hat angefangen. Das neue Jahr hat angefangen, ein strahlendes neues Jahr voller Schanden und Erfolg liegt vor uns, müde und mit Glück. Gesundheit erfüllen und Träume beschenken. Auch ein Jahr voller Liebe, Fortschritt und unverdächtliche Momente. Das wünsche ich euch und ich wünsche euch natürlich auch, dass alles ja relativ gut läuft, wie man es sich denkt. Seit Weihnachten 2023 erlebt Bremen ein beispiellose Hochwasserkatastrophe, die Schwierigkeiten, Auswirkungen auf die Stadt und ihre BewohnerInnen hat. Das anhaltende redende Fälle der vergangenen 2 Wochen haben zu steigenden Wasserständen geführt und die lokalen Gemeinden sind mit erheblichen Herausforderungen bei der Bewältigung der Überschwemmungen konfrontiert. Die Menschen von Bremen mobilisieren Solidarität und Ressourcen, um den Betroffenen in dieser schwierigen Zeit beizustehen. Auch das Militär und das THW sind fleißig am Helfen. Wie es vor Weihnachten angekündigt war, wird es ab nächste Woche, so laut Pressemeldung 10.01.2024, wieder weitere Bahnstreik bei der Deutschen Bahn passieren. Daher bei dem Güterverkehr kann das schon am Vortag ab 18 Uhr sein, für alle anderen ab 2 Uhr, 3 Uhr in der Nacht. Mit 97% wurde in der Urabstimmung zu einem unbefristeten Streik ausgerufen. Die Bahn prüft aktuell, ob sie rechtlich die Vorgabe einschreiten könnten. Ab Montag sollen auf den deutschen Straßen die Traktoren die deutsche Straße versperren. Ja, wieder ein neues Jahr und wieder sind nur Probleme erstmal zu sehen. Aber vielleicht gibt es auch wieder gute Dinge für dieses Jahr. Damit wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Macht gut. Bis dahin. Bis nächste Woche bei Ricky.